Das hier ist die Battlemania Champions League. RV gegen Jack Dragon. Das wird gigantisch. Give me an oh yeah! Zeig, dass du ein True Schooler bist. Rapper Mittwoch Merchandise bei merchstore.net. RV, der dümmste Mensch der Welt, denn es war ziemlich dumm von mir, dieses Battle anzunehmen. Es wurde im Vorfeld schon gehatet, schlechte Publicity. Jakob, dankeschön. Yeah, yeah, du wirst gekillt. Endlich ist es soweit. Heute geht der weiße Riese Knockout. Ich hoffe, du bringst was Neues. Oder hast du dir wieder ein paar allgemeine Chinesenwitze fürs Battle gegoogelt? Ey, du bist in etwa so innovativ wie Haus auf Maus oder Cool auf Schwul. Du 2 Meter große Mistkröte mit Heliumstimme. Das ist die Champions League und ich nehme deinen Kopf ab. Rollt bei dir, Digga. Rollt. Ladies and Gentlemen, willkommen in der Battlemania Champions League. Wir haben ein gigantisches Match. Macht mal Lärm, Berlin! 2 MCs, die Bock haben, sich zu zerfleischen und dieses Battle ist judged. Und ich stelle euch kurz das Gremium vor. Mach mal richtig Lärm für Rako, Drop Dynamic und Vokal Matador. Aber dieses Match wäre natürlich nicht möglich ohne unsere Scouts. Heute haben wir auch einen neuen Scout mit am Start. Sein Name ist Gian und Tierstar. Mach mal Lärm, Berlin. Yo, also. Erst so eine geile Battlemania und jetzt eine BMCL. Ich freue mich, das wird geil. Ja, Mann, ich freue mich auf eine Menge Riesenlines und Zwergenlines und macht den MCs Mut, macht Energie, yo! Yeah, yeah. Sehr schön, ich stelle jetzt euch die MCs vor, Alter. Er hat einen weiten Weg nach Berlin gemacht, war schon einige Male bei uns und hat in der BMCL schon ein geiles Match hingelegt. Ladies and Gentlemen, bitte begrüßt heute in diesem Battle und ihr macht richtig Applaus. Begrüßt heute Jack Dragon! Guten Abend, Berlin! Habt ihr Bock auf das Battle? Dann macht mal yeah! Yeah! Und, Ladies and Gentlemen, der Dirk Nowitzki des deutschen Raps. Einer, auf den wir auf jeden Fall glauben. Ladies and Gentlemen, macht mal richtig Lärm für RV! RV, a.k.a. Kidneybohne. Ich bin wirklich froh, dass so viele gekommen sind. Ja, haben Spaß. Sehr schön. Aber dieses Match ist natürlich ohne unsere Partner nicht möglich. Ladies and Gentlemen, deswegen macht mal richtig Lärm für Deine Stadt klebt, Audiotechniker und wenn ihr geile T-Shirts wollt, für merchstore.net. Und jetzt kommen wir dazu. Wer von euch will anfangen oder wollt ihr die Münze wählen? Du sollst anfangen. Ihr habt ausgemacht 3 bis 4, sogar 5 bis 5 Minuten und so, dann stoppen wir euch nicht. Hört genau zu, seid mal jetzt alle ruhig. Erste Runde Jack Dragon, let's go. Yeah. Du willst, dass ich unbedingt anfange, weil du dir einen Kontervorteil erhoffst und keine Kochornis in der Hose hast. Ich hingegen hab so dicke Kochornis, dass mir mein Hodensack beinahe auf den Boden klatscht. Und du bezeichnest dich selbst als den Prinzen aus Potsdam. Doch für mich bist du das weiße Gegenstück zum Milli Vanilli. Oder bist du etwa das uneheliche Adoptivkind von Prinz Pi und Shindy? Digga, bevor du zum König gekrönt wirst, hat Lukas Podolski einen 6-stelligen IQ. Da hab ich ja noch bessere Chancen als der nächste Präsident der EU. Und daraufhin hat sich dieser hässliche Dude beworben bei K1 Prinzessin gesucht. Warte mal, bist du nicht diese transsexuelle Sasa? Denn du hast hinter den Kulissen in Sexy die Suess mit Kenne geknuscht. Jetzt stehst du im Battle vor mir und zitterst wie Todeskandidaten auf dem elektrischen Stuhl. Stürz dich lieber von einer Klippe, wie es die Lemminge tun. Oder ich brech dir beide Arme und Beine, bevor du bei Mortal Kombat Fatality ruhst. Seitdem Flamingos wie du, Kollege und Fari Bang hören, bekommen sie alleine beim Anblick der Beinpresse ganz weiche Knie. Ich hingegen bin breit wie nie und lebe nach dem Motto, ich trainiere Beine, weil man sie im Freibad sieht. RV, du denkst ehrlich, du wärst rap-technisch der Wahnsinn. Doch in deinem ersten BMCL-Battle gegen Mighty Peel hielt er dir seinen Arsch hin. Und du zollst ihm danach Respekt und Liebe? Was bist du für ein hohler Freak? Ich züngle auch nicht mit meiner Freundin rum, nachdem sie mir einen Blowjob gibt. Roman, ich frag mich, warum du in fast jedem Battle deinen Penis implizierst. Digga, um dich zu battlen, muss ich dich nur lediglich zitieren. Yeah, du bist so klein wie ein Pickel, klein wie ein Pixel, klein wie ein Pickel. Yeah, du bist wie mein Pimmel. Roman, ist das nicht genau die Line, die du mal in einem Vorrunden-Battle gegen Atzenkalle gebracht hast? Sag mal, wie kann das sein, dass so ein großer Mann wie du mit so einer großen Nase so einen kleinen Schwanz hat?
Du ziehst auf jeden Fall den Kürzeren. Auch im Vergleich zu kleinen Hongkong-Kindern, denn neben dir fühlt man sich selbst mit asiatischer Abstammung wie ein Long Dong Silver. Yo. RV, du bist bei Rapper Mittwoch als langgewachsener Spargel bekannt. Es gibt da so eine Sache, die kotzt dich wahnsinnig an. Sobald es kalt wird, bist du tagelang krank. Denn selbst bei minus 20 Grad im Winter kann er aufgrund seiner Größe nur mit dem Cabrio fahren. Fühl dich geehrt, denn du stehst hier im Battle vor einem thailändischen Großgrundbesitzer. Und da du ja schon relativ groß bist und Grips hast, besorge ich dir in meiner Heimat einen Job als stehender Kokosnusspflücker. So oft wie du dir deinen Kopf gestoßen hast, das ist echt mal mies. Wenn ich zu dir hochschaue, nimmt das fast kein Ende wie bei einem Kettenbrief. Denn du kannst nur mit eingezogenem Kopf rausgehen, weil dir sonst ein Flugzeug in die Fresse fliegt. Roman, für dich brauche ich keine Punchlines. Man sollte dich einfach mit Konfetti bewerfen. Du bist ein Polo-Hemd-tragender menschlicher Felsen. Und jedes Mal, wenn du auf die Straße gehst, hört man schreiende Kinder, die Sachen sagen wie: Mami, Mami, der Mann geht auf Stelzen. Digga, du bist so groß, dein Essen wird dir nach oben katapultiert, so wie Menschen in einem Schleudersitz. Du hängst dir Lichterketten um den Hals, um zu sagen, dass du eine große Leuchte bist. Du bist mir trotz deines Größenvorteils unterlegen. Sie ist ein, allein kampfsporttechnisch trennen uns Welten. Mich versuchen zu battlen ist wie mit tollwütigen Bären zu kämpfen. Ich werde dich Faggot jetzt smacken, so wie Eddie von Tekken. Denn mit nur einem gezielten Wirkungstreffer auf den Solarplexus kann ich anatomisch bei dir mehr Druck ausüben als Benjamin Franklin. Johnny, nach meinem Triumph will ich mindestens eine kaltgestellte Flasche Malibu mit Cola. Denn das hier ist wie Hafti gegen Mozart oder Ratte gegen Cobra. Erst jage ich dich wie Lola, dann erschlage ich dich ins Koma wie ein radikaler Kokser und du liegst am Ende tot da wie bei David gegen Goliath. Time. Schöne erste Runde von Jack Dragon, macht mal Lärm, Berlin. Yeah, yeah. Okay. RV, deine Runde, let's go. BMCL, du weißt, dass du den Titel nicht verdienst. Ja, ich war mal Prinz aus Potsdam, jetzt bin ich seit 2 Jahren schon King aus Berlin. Und ganz ehrlich, ich wohne schon seit 2 Jahren in Potsdam. Und 2 Jahren in Berlin, meine ich. Und ich atme alle Winkel. Was Potsdam betrifft, steht am Schloss Sanssouci immer noch mein Name an der Klingel. Und du weißt, wie die Line geht. Du bist so klein wie mein Pimmel, ein 30 cm großer Unterhosenwichtel. Scheiße, und du willst mich mit Sprüchen über die Größe am Mike ermorden? Ich bin 1,98 groß. Das ist die originale Legendengröße von Michael Jordan. Okay, es heißt ja, hab deinen Spaß und fang nie etwas Ernstes an mit einem Mädchen, das aus Bayern ist, das auf der Reise ist. Und weil du kleine Bitch aus Bayern bist, wirst du live gefickt und dann wieder heimgeschickt. Jakob, das war keine gute Idee mit dem Herreisen. Wie soll ich bei solch einem wandelnden Klischee bitte fair bleiben? Du bist eine Kreuzung aus allem. Dein chinesisches Sternzeichen ist ein chilenisches Meerschweinchen. Jakob, hast du dir deine Nase zugeguckt? Du glaubst ja, du bietest den Damen gute Shows. Glaubst du wirklich, dass du dir heute Abend Groupies holst? Das ist aber dubios. Denn nur bei deiner Tätigkeit in thailändischen Nagelstudios nagelst du die Hoes. In deiner Fantasie stürzt du dich beim heftigsten Gangbang-Sex auf Frauen. Aber die Mädels beachten dich, kleine Drecksau, kaum. Deshalb gehst du immer in den Garten und steckst deinen kleinen Hering in den Boden wie beim Zeltaufbauen. Du gehörst zu Hause in dein Zimmer eingeschlossen. Doch du würdest gerne mal mit den Weibchen poppen. Traurig nur, dass sie von dem Gesicht ja meist geschockt sind. Alles, was ich mache, ist hingehen und sagen: Hi, nett, dich kennenzulernen. Ich bin Ryan Gosling. Ich bin hier, weil ich mit den Ryan Boss bin. Wer bist du? Jakob? Jakob ist ein hässlicher Igel, ohne Stacheln. Doch er macht einen auf krass. Doch mit der Glatze ist er längst nicht Vin Diesel. Sein Kackgesicht im dreckigen Spiegel, das Coverbild von Resident Evil. Du hast eine Pussy anstelle eines Gesichtes. Aus deinem Mund kommen Hardcore-Vaginalfürze. Denn deine Oma benutzt deine elektrische Zahnbürste als Vibrator und du den Vibrator als die Zahnbürste. Jakob, du weißt doch genau, dass ich jeden kill. Erzähl mir nichts von Punchlines. Erzähl mir lieber, wie du bei diesem Battle überleben willst. Der Koloss von Rhodos ist mein Ebenbild. Du bist so klein. Komm doch mit Stelzen zum Battle, wenn du mit mir auf einer Ebene reden willst.
Und im Promo-Video dann siehst du RV, körperlich groß so wie ein Schrank, Persönlichkeit groß so wie das Land. Und Jack Dragon, ein ekelhafter Typ, der aufgrund seiner Größe kein Jojo spielen kann. Frodo, sieh mich an! Mach doch eine Crew mit ein paar Wichtelzwergen. Im letzten Battle musstest du gegen Cynic sterben. Nun willst du mich battlen? Du Winzling stehst wohl darauf, von großen Kerlen gefickt zu werden. Du hast dich gefreut, dass du ein Battle kriegst mit Cynic. Rapper Mittwoch will dich, aber nur unter einer Bedingung. Das Battle ist rassistisch. Du hast mitgemacht. Doch in diesem Moment wurdest du vom eigenständigen Rapper zum lächerlichen Gimmick. Du ziehst in den Dreck, die gesamte afrikanische Kultur. Du beweist damit aber nur, du bist eine verlorene Seele in einer glasigen Skulptur. Ich zitiere auch. Nach dem traditionellen Essen und Kacken nahm deine Mom einen Schluck Wasser in den Mund, um sich gemeinsam mit dem Rest der Verwandten durch ihre Öffnungen der Unterlippe ihre verdreckten Hände zu waschen. Seine Line gegen Cynic. Warte mal. Doch das findet kein Applaus. Du merkst, dass du dir dadurch dein Image ja versaust. Später schämst du dich dafür so sehr und sprichst dich deshalb in einem Battle gegen afrikanische Kinderarbeit aus. Das ist dein Konter auf Kritik? Du glaubst, solche Aussagen erhöhen deine Chancen auf den Sieg? Doch Rassismus sollte nicht aus Strategie vermieden werden, sondern aus Prinzip. Wartet mal. Wartet mal, wartet mal. Doch ich will nicht auf dich mit dem Finger zeigen und dir politisch korrekte Dinge beibringen. Ich will deine Innereien hier drin zerfleischen. Selbst der indische Polizeichef zog den Vergleich. Wenn man nicht verhindern kann, dass RV beim Battle mitmacht, um Rapper zu foltern und sie zu triezen, dann ist es so, als würde man sagen, wenn du eine Vergewaltigung nicht verhindern kannst, dann solltest du sie genießen. Das war ein ziemlich harter Vergleich, denn Jack Dragon hat Vergleiche wie ein Kleinkind. Komm, wir bauen deshalb einen Zähler ein. Bis zu meiner nächsten Runde zählen wir jedes Mal mit, wenn Jack Dragon einen peinlichen Vergleich bringt. Yeah, yeah, time. Schöne erste Runde von RV und Jack Dragon, diesen beiden MCs. Schön, dass ihr aufgewacht seid. Let's go. RV, ich glaub echt, dass du behindert bist. Du redest von Rassismus, obwohl du gegen mich Asiatenwitze bringst. Digga, und laber nicht, als könnte ich kein Jojo spielen. Ich bang deine Mutter trocken ins Kackloch und hab danach einen Schokoriegel. Roman, jetzt komm hier mal zu deiner Nase. Die ist so groß, die hat mittlerweile ihren eigenen Breitengrad. Mit so einem Riechkolben kann man problemlos von der Bühne aus wittern, ob gerade einer furzen, pissen oder scheißen war. Aber Props für deine Nase, das ist fast schon eine Stretch-Limo mit einem sportlichen Touch. Mal im Ernst, Digga, die ist so lang, dass man glatt meinen könnte, dass deine Nase jüdische Vorfahren hat. Aber für eins beneide ich dich morgens, denn du kannst jedes Mal eine Stunde länger schlafen, wenn die Bahn streikt. Denn seine Nasenspitze ist, selbst wenn er zu spät kommt, immer noch pünktlich bei der Arbeit. Komm. Ich hab eigentlich gar keinen Bock, dich zu battlen, weil ich schon lange urlaubsreif bin. Gedanklich flaniere ich den Strand entlang und klemme Müll über 30. RV hingegen lässt dich auf dem Rücken im Wasser treiben, solange bis die erste Frau panisch am Schreien ist und im Gesicht gerade bleich wird, weil sie auf 50 Metern Entfernung aufgrund seines ausgeprägten Riechorgans glaubt, dass dort ein Hai schwimmt. Gib doch mal das. Du steckst deinen Zinken in die Angelegenheiten anderer Leute und schiebst dafür Gründe vor wie Kiddies ihren Playmobil-Bus. Dir ist nicht so schade, denn du steckst deine Nase sogar in die spermabefleckte, dreckige Furt von Schwester Eva im Puff. Wah. Digga, bei deiner Geburt hat man dich an deinem Zinken herausgezogen und deine Mama hat schrecklich geguckt, als wärst du eine Zecke, die juckt. Dein Schnüffelstück sieht aus, als hätte dich deine Mutter letztens im Suff von einer Treppe geschubst. Und selbst Ureinwohner der Arktis verweigern mit dir grundsätzlich den Eskimo-Kuss. Roman, du bist ein sympathischer Kerl und du erinnerst mich optisch an einen Ameisenbär. Denn ein Ameisenbär wird bis zu 2 Meter lang und 50 Kilogramm schwer. Deine Nase ist stark ausgeprägt und bald zu finden in jedem Haushaltsgeschäft. Ich könnte dich für meine Wohnung brauchen, denn da ist jede Menge Staub und auch Dreck. Er ist besser als jeder Staubsauger vom Fax, denn saugt er einmal mit seiner Nase an, dann ist der Haufen gleich weg und man hat ein staubfreies Nest. Jetzt kommen wir mal zu deiner Stimme.
Hallo, guten Tag, ich bin RV, der selbsternannte Analyse- und Reimkettenking aus Potsdam. Meine Freestyle-Rhymes sind alle spontan. Für meine Reimpattern, die einschmetter bis Steinschläge, verdiene ich einen Oscar. Ey, du Spasti, wie lange willst du das Publikum mit deiner Stimme noch foltern, hä? Deine nasale Stimme klingt nach Kermit der Frosch. Selbst die Telefonseelsorge hätte dir danach lautstark in den Hörer gekotzt. Bevor ich mir sowas reinziehe, bin ich wie Vincent van Gogh und schneid mir das rechte Ohr ab. Denn dein miserabler Tonfall ist menschlich keineswegs eine Wohltat. Im Vergleich zu deiner Stimme klingen sogar quietschende Tafelkratzgeräusche beruhigend wie eine Symphonie von Mozart. Seitdem ich deine Sprechlaute ertragen muss, bin ich mehr als ein bisschen empört. Vielleicht klingt das gestört, aber selbst die aufgrund deiner Schizophrenie resultierenden Stimmen im Kopf wollen deine Stimme nicht hören. Bevor ich mir RV auf Albumlänge gebe, erschieße ich mich selbst mit einem Maschinengewehr. Oder bin freiwillig das Adoptivkind der Familie von Flair. Lieber reite ich spiegelverkehrt auf einem lilanen Pferd mit einem aufgemalten riesigen Herz unweigerlich auf ein Justin Bieber Konzert. So Leute, jetzt brauche ich euch alle. Wenn ich sage RV, sagt ihr, ist der dümmste Mensch der Welt. RV? Denn du bist so beschränkt, du merkst dir gerade noch den Weg nach draußen. Du bist so dermaßen bescheuert, dass du es schaffst, dich in einer Regionalbahn zu verlaufen. Deine Dummheit ist grenzenlos. Geh mir bitte nicht auf den Sack und halt deine Schnauze. Du bist so orientierungslos, wenn du zum Späti um die Ecke gehst, nimmst du dir ein Taxi nach Hause. Ich will ja nicht unbedingt sagen, dass du dämlich bist, aber du nimmst beim All-You-Can-Eat dein eigenes Essen mit. Hauptsache, du reißt deine Fresse weiter auf als Zahnarztpatienten. Doch wenn man dich fragt, wie alt deine Mutter ist, sagst du nur, hab ich vergessen. Hatte die nicht erst letztens Geburtstag am 18.01.? Ey, wenn Dummheit rollen würde, dann könntest du im nächsten Leben ein Lachmatschun werden. Falls du willst, dass bei dir beschränkten Schwein irgendwann mal was hängen bleibt, dann geh dich vor einen Lasterzug werfen. Time. Schöne zweite Runde von Jack Dragon, macht mal Lärm Berlin. RV, konzentriert euch, let's go. Yeah, ich spitte perfekt. Du hast doch den Frosch im Hals, so wie Miss Piggy beim Sex. Das waren circa 10 atemberaubende Vergleiche. Ich bin wirklich beeindruckt, weil ich so etwas nur selten sehe. Diese Vergleiche, Bibel die zweite. Faszinierend, geh damit auf Welttournee. Jakob, schlechte Vergleiche können witzig sein. Doch du weißt nicht, wie Comedy geht. Ich verleihe sogar ausgelutschten Zeilen über die Freundin und die Mutter humoristisch wertvolle Komplexität. Denn eine wissenschaftliche Frage stellt sich ja wirklich jeden im Spiel renommierten MC. Die Freundin und die Mutter eines anderen Rappers. Wie penetriere ich sie effektiv wie noch nie? Nun, jeder war schon mal an deiner Mom. Niemand kann sich an dieser Bitch vorbeischlängeln. Ihre Vagina ist wie eine S-Bahn, die gerade am Gleis ankommt. Erst ein paar Leute rauslassen und dann kann ich mich reindrängeln. Deine Mutti macht mich verrückt. Sie hat eine unendliche Mordslust, aber es ist in Ordnung. Du bist ihr Sohn und ich bin Rapper. Grund genug dafür, dass ich es dir ständig besorgen muss. Ich bumste deine Mom und es ertönen Engel im Chorus. Du hast uns erwischt. Ich stecke gerade zur Hälfte drin in diesem hässlichen Dorfbums. Dabei fühlst du dich wie Moses, der Gott sieht. Denn ich stecke in ihr und spreche zu dir aus ihrem brennenden Dornbusch. Du hast ein trauriges Liebesleben. Deine Traumfrau, dieses Mädchen, nennt dich auch schon scherzhaft Moses. Denn du kannst ihr gelobtes Land zwar sehen, aber nie betreten. Und darüber brauchen wir nicht viel zu reden. Sie befriedigt sich ja lieber schon selbst mit 2 hölzernen China-Stäbchen. Du darfst nicht an sie ran. Dabei spielt sie jedem dahergelaufenen Penner am Ei rum. So viele übertrieben parfümierte Trottel springen auf sie drauf. Sie bewirbt sich ja schon bei Douglas als Männerabteilung. Deshalb bist du neidisch auf mich. Du legst dir einen Vorrat an spitzen Essbesteck zu, du. Bastelst dafür noch eine Puppe von mir, Verwendungszweck Voodoo. Deine Freundin sieht die Puppe und hat mit ihr den besten Sex, juhu. Zum Glück befriedige ich sie nur über die magische Entfernung. Denn was macht seine Freundin nur einmal im Jahr? Sie wäscht die Drecksmumu. Da ich deiner Freundin als ein in die Puppe gewandertes Schreckgespenst gut tue, fragst du dich, was soll ich jetzt mit dieser Besessenen tun, du? Hüpfst aufgeregt herum wie ein gestresstes Känguru und aufgrund deines schlechten Raps rufst du wie ein Uhu nach Hilfe bei deinem einzigen Freund, der immer mit dir redet, den SMS-Guru.
Aber sei nicht neidisch auf mich. Sei dankbar, weil durch mich jedes Jahr eine Tittenvergrößerung an deine Mama geht. Doch ich bin nur sozial. Durch die Tittenvergrößerung lernen obdachlose Penner das Alphabet. A, B, C, Doppel D. Ich schnippe und es wird sofort Großes vollbracht. Ich gebe mir so viel Mühe mit ihr. Extra für die Titten deiner Mom habe ich einen offiziellen Schein für Motorboote gemacht. Deine Mom schickt mir immer Selfies, auf denen sie ihre runden Titten zeigt. Deine Freundin hingegen ist so unergründlich alt, sie schickt dir ein Ölgemälde mit einem Selbstporträt aus einer ungewissen Zeit. Denn mit deiner Oma-Freundin zu schlafen, ist so, als ob du Selbstbefriedigung kombinierst mit Socken. Feucht zu sein bedeutet bei deiner Freundin, du findest in ihrer Vagina alle paar Jahre konzentrierte Tropfen. Wenn du sie oral befriedigst, bekommst du schier das Kotzen. Doch dann ist sie wenigstens feucht durch deine wasserhaltigen, komprimierten Brocken. Denn mit deiner Freundin Sex zu haben, ist kompliziert und trocken. Sie ist kurz vor der Verwesung. Um sie zu bumsen, brauchst du Gleitgel mit Konservierungsstoffen. Deine Mädel ist älter als die chinesische Mauer. Sie ist so erfahren und gelassen. Alles kann, nix muss. Deine Freundin ist so alt, bei WhatsApp war sie zuletzt online im Jahre 3000 vor Christus. Aber Jakob, bei dir brauche ich nicht mal persönlich werden. Natürlich nur, weil ich dich so respektiere. Dabei habe ich nur verdeutlicht, ich kann dich auch besiegen, indem ich in der Show präsentiere, wie ich deine Mutter und deine Freundin mit Niveau degradiere. Yeah, yeah, time. Schöne zweite Runde von RV und diesen beiden MCs. Mach mal Lärm, Berlin. Jack Track, let's go. Ey, yo. Keiner feiert dich, Harald Glöckler-Style. Ja, ich hab China-Stäbchen und die steck ich dir in deine beiden Nasenlöcher rein. Digga, du bist nur eine peinliche Sau. Ja, nenn mich Moses, denn ich teile RV. Yeah. Genau. Ey, du redest über meine Mutter, obwohl ich nicht mal über deine Schlampe sprich. Digga, deine Mutter ist wie das Alte Testament. Keiner weiß genau, wie alt sie ist. Ey, das ist Runde 3 und ich blamier dich leicht, so wie im ganzen Internet. Denn ich erzähl euch allen, was hinter dem Namen RV so dahinter steckt. Du bist auf den Straßen von Berlin ungefähr so beliebt wie ein arischer Judenhasser. Denn RV steht für rechtsradikaler Vollzugsbeamter. Du wohnst zurückgezogen im Untergrund. Deinen Wohnsitz findet man nicht mal via Google Maps. Also wen willst du hier battlen, du rudimentäres Versuchsobjekt? RV steht für respektloser Verräter. Du Zinker, du 31er. Sprich lieber mal dein Schlussgebet. Du würdest sogar deine eigene Mutter verraten, wenn sie nebenbei schwarz putzen geht. Also erzähl mir nicht, dass du für deinen besten Freund eine Kugel abfängst. Denn du bringst so viele Bitch-Moves, dass selbst die Kripo dich einen falschen Hurensohn nennt. Du bist ein linker Zinker wie K-Born. Irgendwann gründet ihr beide den 31er-Club. Ich schieb dir ein Bambusrohr in deine 31er-Foot und 30er-Butt. Mit deinem 31er-Bizeps beeindruckst du keine Chayas im Club. Jungfrauen wie du sind das erste Mal mit 31 im Puff. Doch der Zuhälter schmeißt dich raus, weil keine der Nutten mit einem 31er bumst. Konnt ihr mal folgen? Alles klar. Du bist ein waschechter 31er und das schon seit deiner Geburt. Im Moabit verkauft man dir sogar Gras zum 31er-Kurs. Also spar dir deinen unauthentischen Rap, so wie deine 31er-Hooks. Denn bei dir hat es eine völlig andere Bedeutung, wenn du vor laufender Kamera 31er spuckst. Dein Zeugenschutzprogramm ist nicht mehr sicher und plötzlich suchst du 31er-Schutz. Du zugezogenes Opfer, verzieh dich zurück nach Potsdam in deine 31er-Hut oder du fühlst dich wie ein 31er mit gebückter Haltung, der im Knast die Seife benutzt. Ich nehm dir alles weg, sogar deinen 31er-Schmuck und hör es auf, dich als 31er zu beleidigen, wenn du dich quer durch das Publikum bläst, also wie ein 31er lutscht und bei 31 Blowjobs 31 mal schluckst. Also RV, du nennst dich den Pattern King, aber wenn ich Pattern bring, dann ist Schicht im Schacht. Und da du ja so auf Reimpattern stehst, hab ich dir mal was mitgebracht. Roman, du zu groß geratenes Hampelstrichmännchen. Bist eine barttragende Transe wie Beckham. Du nimmst täglich eine Packung Viagra-Tabletten, doch wenn es zum Ficken kommt, verlierst du deine stahlharten Schwängel. Denn Tunden wie du gehen lieber auf Damentoiletten, um sich die Haare zu glätten.
und deine angebliche Prada-Collection bekommt man gefälscht für 8,16 Euro an jeder Ecke einer polnischen Bahnhofs-Collection. Wärst du lieber zu Fresh Polacke gegangen, denn sogar er im zweistreifigen Adidas-Anzug erkennt sofort, dass die Leute deiner Bahnhofs-Collection ihre Ware schlecht fälschen. Ich hab dich erst letztens im gefälschten Puma-Shirt gesehen, als Fresh Polacke zu dir meinte, Kurwa, gehst du auf ein Karnevalstreffen? Digga, ohne Witz, dein aufgesticktes Puma-Logo sah aus wie ein Pavian-Äffchen aus asiatischen Wäldern. Dein widerwärtiger Körpergeruch kann einem die Nasenhaare wegätzen und es wäre eine Sünde, dir ein wohlriechendes Schaumbad einzulassen, denn jeder, der einmal an dir riecht, puh, ist hart am Verrecken, sogar barbarische Menschen aus kannibalischen Stämmen. Mit deinem Atem kannst du unschuldige Zivilisten auf den Straßen verpesten, sodass sie tagelang brechen. Deine Duftnote ist so penetrant, man sollte dich dafür neben straffällig gewordenen Darmkrebspatienten in eine Strafanstalt stecken. Ich sperre dich in einen dunklen Keller und lass deinen Körper so wie Pflanzen verwelken. Es wäre ratsam für dich, schnell die Seite der Straße zu wechseln. Denn ich kenn verrückte Typen, die Kilos in die Höhe pushen wie ein Gabelstapler Paletten. Nach einer Schelle hast du Krater in der Fresse, die tiefer gehen als das gesamte Warschauer Becken. Nach diesem Reimschema wächst garantiert kein Gras mehr auf Flächen. Denn ich spuck flüssiges Lava beim Battlen, das würden drei Vulkane ausbrechen. Die freiwillige Selbstkontrolle für dieses Battle muss Rapper Mittwoch auf 18 festsetzen. Johnny meinte zu Spooky, wenn wir das Video hochladen, dann nur unter Hardcore-Film-Action. Dein abgetrennter Schädel kursiert bald auf jedem Nachrichten-Channel. Denn heute lasse ich deinen Kopf rollen, so wie im Mittelalter Scharfrichter-Sensen. Ja, es ist Jack Dragon und ich komme ganz allein aus Bayern an. Und er gewinnt auch nur, weil er Heimvorteil hat. Er hat seine ganze Crowd, die hinter seinem Rücken steht. Scheiß auf dich, ich besprech dich genauso wie ein Glückskeks. Ja, das ist jetzt Freestyle. Komm, leg das Mic weiter. Es ist Jack zu den Dragon, denn ich bin hier der Street Fighter Freestyler. Ich durchleche jetzt deinen Brustkorb, ich hab das Schlusswort. Wem willst du battlen, Digga? Ich schick dich in den Puff dort, wo deine Mama anschaffen geht. Ich scheiß auf dich, weil du einfach nur noch Pfandflaschen sammelst. Und da verdienst du damit dein Geld, Mann. Wem willst du battlen, Digga? Ich steh hier und fick deine ganze Gesellschaft. Time. Schöne dritte Runde von Jack Dragon. Macht mal Lärm, Berlin. Gebt ihm Respekt. Sehr schön. Kommen wir nun zur dritten und letzten Runde. Danach trifft das Gremium eine Entscheidung. RV, let's go. Du guckst beim ganzen Battle immer nur nach unten, nicht nach oben. Aber nicht, weil du hässlich bist. Nein, du vermisst meine Schuhe, dein altes Zuhause, denn du bist Fußfetischist. Und ganz ehrlich, apropos Harald Glöckner, ja? Du kriegst keine Braut ab, aber auch andere Mütter haben Töchter. Du hast doch die größeren Blaselippen als Harald Glöckler. Und apropos Glöckler, du bezeichnest mich als K1, aber warum denke ich immer an K1, wenn er auf die Stage kommt? Ja, warte. Jakob. Warte. Eine Sekunde, ich muss mich nur sammeln. Gib den MC kurz Zeit, sich zu konzentrieren, Freunde. Das ist wirklich schön. Okay, let's go. Es war zu viel Freestylerei, okay? Deiner persönlichen Meinung nach sind alle Rapper hier keine Rapper, sondern Stand-Up-Comedian. Und da, wo du herkommst, wird im Gegensatz zu hier noch der Respekt angepriesen. Und dass die Leute dich nicht feiern, an deinem Rap kann es nicht liegen. Doch die Wahrheit ist, das sind nur typische Ausreden von verzweifelten Rappern, die es nicht schaffen, ein paar Fans abzukriegen. Megan Fox liegt immer auf meinem Bett, weil sie mich singen hören will. Girl, I wanna make you sweat. Aber du gehörst nicht zu ihrem Inner Circle. Dabei bin ich davon ausgegangen, dass du abhängst mit Megan Fox, weil du aussiehst wie ein Ninja Turtle. Du bist nicht Jack Dragon. Du bist Jack Turtle. Du siehst aus wie eine ängstliche Schildkröte, die aus ihrem zerbrechlichen Panzer guckt. Schildkröten brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit zum Überleben. Natürlich wirst du nur deshalb ständig angespuckt. Ich verlasse den sachlichen Bereich einer Diskussion und greife zur Polemik.
und sage, du bist so dämlich. So geht's, Nick. Denn du verstehst von der ganzen Geschichte hier so wenig. Du bist so klein wie ein Kitzler, versuchst es zu kompensieren mit Rhyme, doch nix da. Du schreibst und schreibst wie ein fleißiger Kritzler, doch kein Fleiß der Welt ersetzt Style und Charisma. Mindestens 90% aller anwesenden MCs heute findet dein Rap ist lächerlich. So sinnlos, wie einen AIDS-kranken Penner zu fragen. Hi, hast du Lust auf Friends with Benefits? Deiner persönlichen Meinung nach? Okay. Bist du schlecht. Du hast keine Ideen. Ich rede hier von Ideen mit echtem Wert. Du kopierst nur amerikanische Rapper, als ob du Teilnehmer bei einem Copy-Pasting-Battle wärst. Und dafür bekommst du so viele verschiedenfarbige Spermaladungen ab, als wäre dein Leben ein Body-Painting-Wettbewerb. Du wirst von allen besamt. Du magst Pimmel ja total. Deshalb kennt man dich als Künstler ja global. So als würde man auf dir mit dem Inhalt aller Säcke international ein Bild Picassos malen. In der Zeit, in der Straßenpromoter für Zeitungsabonnements in der Fußgängerzone jedes hohle Flittchen in eine Konversation verstricken, machen sie bei dir eine Ausnahme. Denn jedes Gespräch mit dir ist so beschissen, dass sie bei dir sogar schon freiwillig auf ihre sichere Provision verzichten. Jakob, du bist nur ein typischer Rapper. Ich kann beides sein. Entweder dein psychischer Retter oder Gefühleverletzer. Komm, entscheide dich. Entweder du fügst dich und dann fühlst du dich besser. Oder du spielst auf der Bühne den Held, aber spürst dann ganz schnell mal das lyrische Messer von RV. Schärfer als Pepperoni. Die Leute kommen her für den echten Profi. Wie willst du mich ernsthaft noch battlen, Homie? Später zeigst du deinen Hurensohn-Kindern, du hattest die Ehre, auf der Bühne zu stehen mit Rapper Mittwochs ultimativen Master of Ceremony. Für deine rassistischen Bemerkungen willst du ein Storno. Doch ich bringe Hardcore-Zerficker-Parts. Du bist nur das Intro davor, so wie beim billigsten Porno, in dem ich deinen Rassismus zerficke mit einer schwarzen Maske. Bitch, ich bin Zorro! Wisst ihr eigentlich, was es für mich bedeutet, wenn ich so ein kleingedrücktes Leichtgewicht nach Bayern schick? Günstiges Porto. RV gegen Jack Dragon. Woo! Wow. Was für ein Battle. Krass. Wir beide haben viel Star-Appeal, doch ich bin nicht, du bist du. Denn in derselben Zeit, in der mich Leute mit Ryan Gosling verwechseln, verwechseln sie dich ja mit Lucy Liu. Kommen wir zu Ende dieser Runde. Du grüßt so deine penetrante Schlampe und jeden an der Tanke. Ich grüße meine Traumfrau, meine Fam, meine besten Freunde, meine Fans. Jeden aus dem Kalabash, jeden aus dem Binu und jeden aus der Panke. Ich bin so ultimativ fresh. Jeder Baum, an den ich pinkel, fängt an zu reden und sagt Danke, RV. Und jetzt den, den ich am Anfang noch bringen wollte. Jakob, du hast deine Faust in der Tasche, gehst raus auf die Straße und ziehst in den Krieg. Ich hab meinen Bachelor in der Tasche, denn deine Mutter war mein Vertiefungsgebiet. Du vertiefst dich nur in Tennissocken. Ich muss bei Jack Dragon kotzen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann und bange trotzdem solche rappenden Hängefotzen, die wie möchte gern Gangster protzen, aber pussyhafter aussehen als Emma Watson. Rest in peace. Time. Schöne dritte Runde von RV und diesen beiden MCs. Die haben es verdient, die haben sich vorbereitet für euch. Gebt ihnen richtig Applaus. Macht mal Lärm, Berlin! So, Ladies and Gentlemen, kommen wir nun zum Vote von unserem Gremium. Der erste Judge, das erste Gremium-Member, das jetzt seine Meinung sagt, ist der legendäre Vokal-Matador. Ladies and Gentlemen, hört genau zu. Für meine Begriffe hat RV gewonnen, nicht allein durch seine Größe, sondern weil er mehr miese Punchlines hatte, gut auf die Äußerlichkeiten eingegangen sind und die 31er Lines von Jack Dragon haben mich nicht überzeugt. So 1-0 laut dem Vote von Vokal Matador. Zweiter Vote kommt von Rako. Erstmal auf jeden Fall, ihr habt mich beide richtig gut entertained, so Alter. Ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt bei der ganzen Sache. Am Anfang war das irgendwie noch ein bisschen ausgeglichen, aber da fand ich das von der Punchline-Dichte her von RV auf jeden Fall besser. Zweite Runde gebe ich an ihn, weil er irgendwie ein bisschen mehr Gegnerbezug in dem Sinne hatte für mich und da wirklich dann auch wieder nur Punchlines kamen. Und dritte Runde für mich auch Jack Dragon, weil da war einfach mehr Innovation für mich drin. Er hat am Anfang Gegnerbezug gehabt, ist dann gewechselt zu Punchlines und das von Punchlines einfach nochmal zu Freestyle. Und da war einfach mehr Innovation drin. Er hat drei richtig geile Runden Punchlines abgeliefert, aber für mich dann die Innovation und... Sehr gut. Ja. 1-1 laut dem Vote von Rako. Kommen wir nun zum letzten und dritten Vote von
Drop Dynamic, let's go. So, meine Kinders. Okay, also ich, wie ihr seht, wie ihr wisst, mache ich immer meine Notizen. Und ihr beide wart sehr stark, auf jeden Fall. Ich habe Runde mit Runde verglichen. Und ich mache es ganz kurz. Also ich finde euch beide richtig krass. Also ihr habt Patterns en masse, richtig krasse Technik, Punches. Aber das Gesamtkonzept generell. Meine Stimme geht an RV. 2-1, aber sehr, sehr knapp. Aber sehr, sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Die Stimme an RV. Ladies and Gentlemen, bitte macht mal nochmal richtig Lärm für diese beiden MCs. RV, du bist der Gewinner. Willst du irgendwas sagen? Ja, also ich habe mich gefreut auf Jack Dragon, weil wir eigentlich auch so mehr oder weniger Homies sind, wie immer, ne? Und das hat einfach richtig Spaß gemacht. Ich glaube, das war ein sehr ausgeglichenes Battle so und kann sich vielleicht sehen lassen? Kann sich das sehen lassen? Ja, war ein geiles Battle. Jack Dragon, willst du irgendwas sagen, Dicker? Ich hoffe, euch hat das Battle gefallen. Ich bin extra aus Bayern angereist, nur zwecks Hip-Hop. Dafür komme ich extra nach Berlin. Mir ist ganz egal, ob ich verliere oder gewinne. Ich habe mein Bestes gegeben, um euch zu entertainen. Raps an der V. Yo! Ladies and Gentlemen, das ist hier das Rapper-Mittwoch. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, denn das ist die realste Cypher. Rapper-Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Ruder wisst, dann geht. Dann müsst ihr gehen. Rapper-Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Ruder wisst, dann geht. Dann müsst ihr gehen. Rapper-Mittwoch, kommt alle mit doch. Ich sag R, come on, ihr sagt V, R, V, R, V. Ich sage Jack, ihr sagt Dragon, Jack, Jack, Dragon. Ich sage Rapper, ihr sagt Mittwoch, Rapper, Mittwoch, Rapper. Ich sage Hip Hop, ihr sagt Musik, Hip Hop, Hip Hop. Dankeschön, Berlin! Ladies and Gentlemen, kommen wir zum sehr interessanten und ich bin der Meinung auch überraschenden Match zwischen RV und Jack Dragon in der Battlemania Champions League. Wir haben aus dem Gremium hier Rako und Drop Dynamic. RV, man hat gemerkt, Dicker, du warst richtig gut vorbereitet, deine Bars saßen, du hattest diesen kleinen Choke in der dritten Runde, Gott sei Dank hast du dich wieder in den Griff gekriegt. Wie war es, auf diesen Gegner dich vorzubereiten? Und so bequem als Gegner ist der Jack Dragon ja nicht, trotz der Vorlage, die er eigentlich auch bietet, ne? Also beim letzten BMCL, da habe ich halt viel Wert so auf Zerstörung gelegt. So. Aber die Crowd ein bisschen außen vor gelassen. Und das wollte ich jetzt irgendwie ändern. Jetzt wollte ich ein bisschen die Crowd mehr einbeziehen, dass sie Spaß hat, dass sie sich entertained fühlt. So, und mit Jack Dragon macht das sowieso Spaß. Also das ist ein unglaubliches Talent so. Ich verstehe auch diese ganzen Kommentare nicht. Er bringt Pattern über Pattern, mit dieser Stimmverstellung hat er mich auch sehr überrascht. Also innerlich dachte ich mir, wow, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Und ja, so. Ja, ich frag mal dich, Jack, Alter. Ich persönlich fand deine zweite Runde mit den Nasenbars besonders unterhaltsam. Ich glaube, es war die zweite Runde. Die hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt hat man gemerkt, du bist total textsicher gewesen. Wie war die Vorbereitungszeit auf RV? Er bietet ja auch eine ganze Menge Angriffsfläche. Definitiv, ich habe die Angriffsfläche genutzt, auch über seine Größe hergezogen, die Nase, dies, das. Ja, aber das ist halt immer schwierig, man lacht eher über kleine Witze als über große Witze, weißt du, wie ich meine? Auf jeden Fall war ein dopes Battle, Props an RV und ich nehme jetzt erstmal eine kurze Auszeit von der BMCL, weil ich jetzt noch 2 A Cappella Battles anstehen habe in einer anderen Liga und dann steppe ich hier wieder in die Battle Mania und hol mir den Hype, also ich habe auf jeden Fall Bock wieder zu Freestyle und mir ein paar Champ-Titel zu holen. Das ist sehr interessant, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Rako und Drop Dynamic hatten ja unterschiedliche Votes im Gremium. Das macht die Sache interessant. Kannst du noch ein bisschen vielleicht erklären, was der Grund für dich war, für Jack Dragon zu voten? Wie gesagt, also beide waren auf jeden Fall extrem gut. Ja? Nur das Ding war einfach bei RV, die Punchlines waren geil. Die waren alle, 3 Parts waren geil, die er gerappt hat. Und das Ding war, es waren einfach alles 3 Punchline-Parts. Und bei Jack Dragon habe ich einfach ein bisschen mehr Innovation gesehen. So. Er hat mehr Gegnerbezug dann in der einen Runde gehabt. Dann in der einen Runde, wo beide Punchlines nur gerappt haben, war RV für mich vorne. Aber dann in der letzten entscheidenden Runde, da habe ich wirklich dadurch, dass Jack Dragon hat angefangen, und ich habe mir gedacht, okay, er kommt rein ein bisschen mit Gegnerbezug. Dann auf einmal Punchlines. Dann auf einmal noch mit Freestyle rausgekommen. Und ich denke mir, RV muss jetzt was bringen.
kamen wieder nur Punchlines, deswegen Jack Dragon für mich. Ich verstehe das auch vielleicht, weil er hatte auch diesen langen Choke und vielleicht siehst du das auch ein bisschen strenger, muss man ja auch sagen. Was war dann dein Grund für RV zu voten? Ich fand, RV hat einen guten Start gemacht, vor allem das mit dem Rassismus, also ne, von dem letzten Battle von Jack Dragon. Erste Runde, ich mach's ganz knapp, erste Runde war für mich einfach RV. Dann war ich gespannt auf Jack Dragon und ich habe die beiden Runden, also die zweite Runde habe ich miteinander verglichen und ehrlich gesagt, ich fand da auch RV besser. Also zweite Runde hat mich mehr überzeugt. Die dritte Runde, da hat Jack Dragon übertrieben krasse Pattern-Part, also einen Pattern-Part gebracht. Einfach Hammer. Und natürlich kam dazu auch der Choke von RV. Und ja, 2-1 für RV. Ja, was ist denn eure Meinung zu dem Battle? Schreibt alles in die Kommentare. Mich hat auf jeden Fall dieses Battle sehr unterhalten. Das ist die Battlemania Champions League. Ihr sollt auf jeden Fall immer wieder anschalten bei Rap am Mittwoch. So, meine lieben Freunde, hier findet ihr zwei weitere Videos. Da unten könnt ihr abonnieren. Hier geht es zur Playlist in der Battlemania Champions League. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr unsere sozialen Netzwerke, unseren Kanal natürlich und unseren Shop bei Merch Store. Also bleibt dran und guckt euch auf jeden Fall alles an, was es bei uns auf dem Kanal gibt.